Okay, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt noch irgendwas steht, aber das waren jetzt 10 Minuten und 59,5 Sekunden. Ich hoffe mal, dass die Tür damit kein Problem hat. Ich meine, eine halbe Sekunde kann auch schon als volle bei den zählen, ne? Ha! Glitzer, Funkel. Ja komm, wir wissen es, ich kann zu dir. Schön. Finde ich gut, dass er das reingepackt hat. Ey, jetzt muss ich den wieder mit einem Pfeil anschießen. Wollen die mich verarschen? Ja komm, ey. Geh doch nach Hause. Ich will nicht wissen, wie einfach der jetzt ist mit den mit dem vielen Mana. Da brauche ich ja gar nichts mehr aufheben hier von wegen Mana-Fläschchen. Ja, das reicht jetzt wahrscheinlich schon für die ganze Runde. Und ihr habt ja gerade gesehen, nachdem man den befreit hat, überrennt er einen. Und da, deswegen habe ich jetzt extra mal eine Tür gestellt, um zu gucken, ob der das dann nicht macht. Aber ich glaube, das ist fester Bestandteil der Animation. Ja, da bin ich. Da stand ich überhaupt nicht. Ja, komm, schon klar. Ja, das ist damit den Vorsprung hat. Schätze ich mal so. Boah, ich war hier auch schon mal mit Lichtfallen, glaube ich. Und da war der direkt mit einem Schuss tot. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendeiner war mit einem Schuss tot. Ob das ein Boss war oder ein Gegner, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwie habe ich den gerade im Kopf. Ey, fall doch mal hin, du behindertes Kackvieh. Jetzt bin ich eigentlich so lahmarschig. Und hui. Bam. Bam. Super. Das Bam zählt jetzt wohl für mich. Bam, 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 bam. Versucht es gar nicht von der anderen Seite den zu überraschen. Das ist totaler Schwachsinn da zu machen. Ist egal, wie weit ihr weg von ihm seid. Weil ihr trefft ihn dann höchstens, ja, höchstens zweimal. Aber dann ist er auch schon wieder in die andere Richtung gerast. Das ist ja nicht der Sinn, ne? Ey, wann fliegt der hin? Unglaublich, wie lange das jetzt dauert. Ich meine, ich mache den auch so Schaden, aber wenn er hinfliegt, dann kann ich ihn richtig fertig machen. Dann kann ich seine Mutter richtig flayen. Ey, jetzt sag mir nicht der... Ey, der liegt echt. Ja, super, einmal getroffen, so muss das sein. Besonders beim Endboss. Ja, fahr durch die Beine, ohne einmal zu treffen, cool. Jetzt flieg doch mal hin, ich stell dir die ganze Zeit Beinchen. Boah, rennt der schnell, ich glaube, der ist jetzt tot. Und bam. Ja, super. Ich wollte eigentlich auf den rausspringen. Bam. Bam. 10-mal bam und 30-mal bam. Super. Dagegen knallen und noch die Bombe abkriegen. Wow. Hui. Ich kann flashen. Und schon wieder. Hui. Nee, doch nicht. Boah, sauber. Das ist... Nein! Das ist der perfekte Ort. Warte. Und... Boah, was ein geiler Kill. Mit der Faust noch. Am besten, wenn der liegt. Hinten zwischen die Beine gehen. Also genau an der Eier. Da ist das am perfektesten. Da können wir gar nicht wegrutschen. Ja, cool. Der Tempel hat jetzt 4 Minuten gedauert. So schlimm war das gar nicht, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, da gehen ein, zwei Parts drauf.
da sind die Frosche auch schon, Frösche auch schon wieder. Oder der Frosch, hast du ja gesagt. Okay, da muss ich jetzt zu den komischen Bombentypen wieder. Und mir eine Bombe gratis geben lassen. Und wenn ich das gemacht habe, wie immer dann hier oben den Dingens aufmachen. Die Rennstrecke. Ach Mist, ich hätte mir eigentlich auch mal eben in der Stadt einholen können, eine Bombe. Wäre viel schneller gegangen. Viel, viel schneller. Weißt du was, das mache ich jetzt auch, das, oder? Ach komm. Dann seht ihr mich nochmal dumm rumlaufen. Ja, wow. Das war jetzt so eine 180 Grad Drehung. Ja, komm. Wie 100? Ey, fick dich doch. Okay. Jetzt will er 100 Rubine. Vorher wollte der mich nur testen. Da seht ihr mal, wie man hier beschissen wird. Also, mehr und Geron sind Halsabschneider. Ich habe heute schon, also das hier wird mein 10. Part, glaube ich. Ich habe jetzt gerade mal rechts in dem Ordner geguckt. Ich habe 2 Monitore, also deswegen muss ich jetzt nicht irgendwas klicken. Der Ordner ist schon so offen. Ah Mist, wie teuer war die Bombe nochmal? Ich glaube 50, ne? Ich bin mir da nicht sicher. Obwohl, ne, vielleicht auch nur 20. Ich gucke einfach nach. Mit dem Bettner da reden, das dauert zu lange. Ja, natürlich, wenn ich jetzt noch Geld abholen muss, dauert das noch länger, aber egal. Man kann ja mal Glück haben im Leben. Scheiße. Ja, was jetzt natürlich nicht der Fall ist, wenn ich zock. War ja klar. Egal, 30 Sekunden raufgegangen. Oh, der Postbote ist da, cool. Vielleicht kann ich ja eben das Minispiel machen, von dem ich euch schon vor, ich glaube, 20 Parts erzählt hatte. So, 27 Rubine. Oh Gott, ey. Ich verklick mich auch noch. Geil. Ja, komm, du kennst mich doch. Du hast gerade nachgeguckt, wer ich bin. Ich stehe immer noch vor dir. Bin immer noch derselbe. Ja, verwende sie mit Bedacht und mich auch. Gib's mir, Baby. Gerade mal 12 Uhr. Vielleicht sollte ich ja schon nachts machen. Obwohl, nee, dann kann ich euch das Wettrennen mal zeigen, wenn tagsüber ist. Oder war das tagsüber? Nee, das war morgens. Als ich das letzte Mal gemacht hatte. Und reingehen. Aha, jetzt geht es. Den musst du das Schild erstmal wegmachen, wisst ihr? Ha! Nee, scheiße, der pennt, oder? Ja! Ja, verdammt, wann macht er das denn? Vielleicht nach seiner zweiten Mittagspause. Zweiten Mittagspause, wie kann man denn 2 Mittagspausen haben? Ja, ich guck nochmal. Ich guck nachmittags nochmal. Ich werde jetzt mal das Lied aufheben eben. Nein. Nein, auch nicht. Unten. Ah, okay. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, 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 dum. Ja, will ich.
Okay, Porten. Port. Oh, wie schnell so ein Part vorbeigeht. Unnormal. Okay. Ich muss jetzt auch wieder aufhören. Sind wir des Vergessens? Dämmerwald, wohin wollte ich hin? Bergsiedlung, genau. Okay, bis gleich. Wir sehen uns.